Hallo meine lieben Freunde. Ja, Elvis Presley war in Deutschland gewesen in den 50er Jahren, musste seinen Wehrdienst leisten und hat sich sofort eine deutsche Gitarre gekauft. Und zwar von der Firma Isana. Josef Sandner hat die gebaut in kleinen Stückzahl und dadurch ist die natürlich besonders berühmt. Und ich habe hier so ein Exemplar, das ist von Josef Sandner gebaut worden, genau die gleiche. Elvis Presley, seine war schwarz gewesen, aber sie hat nicht den Namen Isana, sondern Osha, wie auch immer. Aber es ist genau von dieser Gitarre und wahrscheinlich hat Josef Sandner eben mal welche verkauft an diese Firma. Das war manchmal auch üblich, dass irgendwie ein Vertrieb oder ein großes Musikladengeschäft mehrere Gitarren gekauft hat und dann sein Logo drauf gemacht hat. Es ist aber eine Isana, ne, ganz typisch wieder immer zu erkennen an diesen, ja, an diesen Permutstreifen direkt an dieser Stelle und dieses typische Schlagbrett. Ne? Ja, ich bin richtig froh, dass ich dieses Teil besitze. Die Osha.